So, ne, dann haben wir es ja. 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 Toll. Soll ich dir jetzt erklären, wie das mit Snapchat funktioniert? Ja, wie funktioniert das? Ich habe das irgendwie nicht gecheckt mit diesem Snapchat. Ja, ich wisch da immer und dann bin ich irgendwo anders, keine Ahnung. Nee, du musst so, wenn du das Handy so hältst, dann musst du so gedrückt halten quasi auf dein Gesicht. Okay. Und dann scannt der dein Gesicht so und dann kriegst du diese Option dann. Kannst du das so ändern. Müssen auf jeden Fall hatte ich heute so eine geile Pilotenbrille und so einen Bart. Was? Okay. Das sah so geil aus. Ich sah aus wie so ein Typ, ey. Wie so ein Trucker. Was sind die denn hier, die Lamas? Lama-Vegi, was machen wir denn heute? Was spielen wir denn heute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich wollte mir eigentlich Gedanken machen. Habe ich natürlich wieder nicht getan. Was machen wir denn? Mach doch ein Baby. Ja? Mach doch ein Baby. Ein Baby? Wie machen wir denn ein Baby? Ja, mit Fox in der Face. Und Steven. Kann die noch schwanger werden? Nee, ne? Das weiß ich gar nicht. Ältere Sims können, glaube ich, nicht schwanger werden, oder? Habe ich noch nicht getestet. Ich weiß nur, dass sie sterben können, wenn sie zu viel techtelmechteln. Das haben wir ja letztes Mal schon ausprobiert mit dem Schrank und mit dem, ja, mit dem Bett. Ja, so ist es hier. Verplante, zwei Leute verplant und dann wissen wir gar nicht, was wir spielen. Nee. Ja, der Ladebalken dreht sich immer weiter, das siehst das Spiel, ne? Ja. Gut. Ist das jetzt wieder fliegender Start? Ach so. Ich habe mich extra benommen. Du hast schon Angst gehabt wegen letzten Mal, ne? Ja, ich habe mir schon gedacht, weißt du, wo du mich so rangezoomt hast. Ja. Und ich so, in die Kamera. Ja, oder? Machen wir fliegende Stadt? Ja, wir machen fliegende Stadt. Hey. Okay, ja, was machen wir jetzt hier trotzdem? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wir müssen mal die Leute begrüßen. Erstmal hallo. Ja, hi, hi und willkommen zum Let's Play. Ich bin der Daniel von SimFanStyle und mit dabei ist heute die Jasmin natürlich. Hi. Hey. Wer hätte es gedacht? Sollen wir den Anfang nochmal neu machen? Wieso? Okay, ja, Play hier mal. Play, ja, hier ist alles dreckig, ich weiß. Alles hier ganz dreckig. Das geht so nicht. Der regt sich hier schon auf, dieser, wie heißt der nochmal, Manuel oder so. Manuel? Ach, ja, genau, der Frischling, der Freund von Steven. Hängt der immer noch bei uns rum? Ja, ja. Oh, und die Peggy, die hat mal ein anderes Outfit an, guck mal. So bauchfrei und so, mit Bauchnabel. Oh, die guckt da wieder böse, die hat keinen Bock auf Lama-WG. Diese Nase, ne? Mhm. Ihr Gesicht besteht nur aus Nase. Ja, ist das cool. Da kommt Knitterface, räum mal hier auf, komm. Alles wegwerfen, alles. Hier, oh, die trinkt hier den ekligen Kaffee. Bäh. Aus dem schmantigen Automaten, sehr lecker. Ist ja ekelhaft hier, bäh. Bio ist für mich Abfall. Das heißt mal aufräumen, habe ich gesagt, Madame. Das ist die Vermieterin, die muss hier für Ordnung sorgen. Und die beiden hier, die sind in der Schule, genau, die Kiddies. Recht. Gut. Oh, da ist noch der Steven, der steht hier auf der Treppe. Warum? Keine Ahnung, was hat er eigentlich für ein Outfit an? Ich weiß es nicht. Was hat er denn an? Das, glaube ich, ist das ganz sein, dass es ein Gruppenoutfit ist oder so? Na, aber die arbeiten alle gar nicht. Gruppenoutfit haben wir, glaube ich, keins festgelegt. Es ist mysteriös. Es ist mysteriös, das ist wohl wahr. Ich gucke mal kurz auf die Weltkarte. Ja. Muss ich da, nee, muss ich immer am besten reißen, ne? Ja, kannst du einfach M drücken. Ja, eben. Das ist voll komisch, ne? Wenn man speichern und Welten verwalten oder nur Welten verwalten, speichert trotzdem jedes Mal. Also ich kann wieder zurück dann. Ja. Sollen wir baden gehen ins Display? Ja, das ist eine gute Fitnesscenter, ja, dann gehen wir doch dahin. Und wir reißen dahin. Bestätige. Wer soll mitgehen? Ach, den Frischling nehmen wir auch mit. Da, den Opa. Den Opa, den Gut
Ah, das war der Freund von der Knitterface, ne? Genau. Aber da gibt es noch den anderen, den Bruder. Den gibt es auch noch. Ja, stimmt. Der hat ja auch irgendwie so einen Bösen und einen Guten. Die sind jetzt ja alle eingespeichert als, ne? Das sind ja die Lover von Steven, die ihr erstellt habt. Und hier noch mit diesen Kostümparty-Outfits hier. Das heiße Würstchen. Ja, schön. Herrlich. Ja, was haben wir denn jetzt für eine Ladebalken-Challenge? Ich weiß es nicht. Also hat das überhaupt irgendjemand? Hat überhaupt irgendjemand was dazu geschrieben? Ja, zur Ladebalken-Challenge? Da haben ein paar was geschrieben. Ich habe eigentlich alles gelesen. Da müssen wir uns mal selber was ausdenken. Ja, ja. Schon sei so doch mal kreativ. Her. Ja, das stecke ich schon alles ins Bauen. Ich habe jetzt auch spontan hier nichts rumliegen, was ich jetzt als Challenge-Teil benutzen könnte. Challenge. Ach stimmt, wir nehmen ja auch Facecam auf hier, klar. Hast du das schon wieder vergessen? Er sitzt da so. Ich habe hier noch einen Zeit für Freunde Anstecker. Toll, und was willst du damit für eine Challenge machen? Keine Ahnung. Hey, guck mal, die haben ja schon nicht mal richtig Sportoutfits angezogen. Komm, wir gehen jetzt hier mal baden. Das ist das Splash. Ich zeig's noch mal kurz. Das gibt's bei mir in der Die Sims 4 Galerie als Download nachgebaut von einem offiziellen Screenshot. Schön. Ja, voll cool. Ah, es ist sogar morgens. Immer wenn ich irgendwo hingehe, dann ist irgendwie plötzlich nachts. Und dann ist voll scheiße irgendwie, ne? Ja, ist dann nie was los, ne? Das stimmt. So. Ah ja, die machen hier schon alle Sport. Ich dachte, die gehen schwimmen. Na. Wer ist denn da schon wieder kokett? Der Steven. Steven, der ist auch dauerkokett irgendwie, ja, ne? Hast du das gehört? Wie die sind immer sehr angestrengt. Ne? Oh ja, komm, Madame, hier nimm mal ein bisschen ab. 5 Kilo so. Bisschen Sport tut dir boah, gut. Boah, das kannst du auch machen. Du könntest Peggy eigentlich jetzt so lange trainieren lassen, bis sie so muskulös ist. Die wird hier beleidigt von diesem Good Malaki so da. Ja, der ist irgendwie Malaka. Immer mies drauf. Malaka. Lacker, das hört sich an wie irgendwie was Afrikanisches zu essen. Oh, die Knitterface ist auf dem Klo hier. Oh, jetzt sind die schon wieder am Sabotieren. Wir müssen mal das ändern. Ja. Oh, das habe ich ganz am Anfang gebaut, ne? Das ist nur mit Grundspielobjekten, aber total cool. Ja. Wir gehen mal hier oben schwimmen. Das ist der geilste Pool ever, ever, ever. Und da ist das Kino noch gar nicht platziert. Ich habe doch das Kino hier gebaut. Sind in diesem Safe-Game hier noch gar nicht drin. Toll, dann hätten wir auch ins Kino gehen können. Ja, ja. Ach, können wir ja noch machen. Oh ja, wir machen hier zusammen nackt baden. Nein. Doch, bitte nicht. Doch, zusammen nackt baden. Hast du ja auch schon gemacht mit deinen Sims, ne? Ja. Das war total lustig. Schaut mal rein bei Zocker Mimi im Channel. Ach, Werbung. Ja, ja aber wirklich, ne? Es lohnt sich echt. Also, ist total cool. Komm, wir gehen jetzt hier alle zusammen nackt baden. Komm, Knitterface, du bist die Erste. Trau dich. Komm. Trau dich. Ja. Ui, gut. Gott sei Dank hast du Pixel. Ich meine, ich habe auch Pixel, aber... Und die Peggy auch gleich? Ja, genau. Und der Alte auch. Oh, und Steven will irgendwie nicht Liegestützen machen. Nee, wieso macht der jetzt Liegestützen? Das und Steven ist der Einzige, den ich vielleicht noch nackt sehen möchte. Er traut sich hier nicht. Das gibt's doch nicht. Zusammen nackt baden. Auf hier. Stell dich nicht so an. Die springen immer wieder raus, gehen immer wieder raus und springen wieder rein. Und nee, die gehen schon wieder. Was ist denn da für ein Matrix-Outfit? Das ist das von Ding, von Panda aus dem Showroom. Ja, stimmt. Ja, dieses Lack- und Leder-Shop-Ding in hier. Da hat er viel zugeschlagen. Hat er sich gedacht, das Angebot, das lasse ich mir nicht hingehen. Jetzt schwimmen hier alle aufeinander. Das ist ja, boah, die Knitterface hier. Hat die irgendwas an den Augen? Ist die krank oder hat die es benommen? Warum? Oh Gott. Ich dachte gerade schon, Koffein flattern. Benommen, weil zu viel Kaffee getrunken hat. Deswegen hat die so Augen, ne? Das ist total cool, habt ihr das schon mal gesehen? Das ist total lustig. Wenn die so die Augen verdrehen, wenn die so Koffein, ja klar, jetzt grinst die gerade, wenn ich Pause mache. Aber die bewegen so die Augen so ganz komisch, wenn die benommen sind. Echt? Ja, und die schielen dann so und verdrehen die Augen so. Jetzt ist auch wieder glücklich. Ja, es stimmt, jetzt ist sie glücklich, verdammt. Die Emotion überwiegt. Ja, ja. Na, schade.
Aber ist mal wert, das anzugucken bei Benommen. Ist ganz lustig gemacht. Mir noch gar nicht aufgefallen. Mhm. Was du alles siehst, hör mal. Der Steven, der hat wirklich eine Badehose an, ne? Echt der Wahnsinn. Weißt du, das ist echt der Einzige, den man jetzt hätte nackt sehen wollen. Da kommen noch ein paar Touris. Alle die so, gucken oh alle, oh nein, die Peggy und die Knitterface, die sind ja, nur der nackt. Der Frischling denkt sich, oh mein Gott, die Knitterface, nackt. Was sind das hier für Nancy? Ah ja, das sind die hier. Und was ist das? Kenn ich nicht. Was ist das? Kenn ich auch nicht. Alex Winter, ach doch, den haben wir schon mal irgendwo gehabt, ne? Haha, die Knitterface ist nackig. Ob ich das jetzt lustig finden würde, weiß ich nicht. Ich würde mir wahrscheinlich denken, und tschüss. Ja, gut. Ah ja, was machen die beiden denn hier? Die beiden Verliebten hier. Wir können mal hier Hüftstoß. Was ist denn das hier? Ach so, hier, bam. Yay. Kann man das eigentlich nur machen? Eigentlich könnten wir doch mal heiraten, oder? Kann man das? Nee. Oh, guck mal, hier über Veränderungen in der Nachbarschaft reden, weil ich alles umgebaut habe. Ne? Ja, klar. Bitten, Freund zu sein, oder? Ja, guck mal, das ist noch nicht mal zusammenfest. Da, bitten, Freund zu sein, genau. Das würde ich doch aber mindestens mal sagen. Ja, komm, setzt euch zusammen hier auf den roten Schirm. Guck mal, da hinten fährt das Bötchen. Mhm. Du. Juhu, hat geklappt hier bloß. Ach, sind die jetzt zusammen? Ja, ich glaube. Rose anbieten. Oh ja, ich habe heute keine Rose für dich. The Bachelor. Oh, wieder. Oh, der zittert auch so komisch. Ja, und die Knitterface hier, Fotobomb hier. Echt, ja, total romantisch. So eine nackte Oma. Ja, die sitzt auf dem Stuhl und guckt so nach hinten. Hallo, bla bla bla. Ich denke so, bla bla bla, weil es ist immer diese Pärchen. Blankacore, cool. Ich stelle mir das gerade richtig eklig vor, wie die da nackt auf dem Stuhl sitzt. Wir müssen mal diesen Nacktmod da holen. Ja, ohne Pixel. Ja, ohne Pixel. Dann schaltet hier keiner mehr ein. Der macht hier schon wieder Liegestützen hier. Ist ja der Wahnsinn. Wir müssen den mal einen Job suchen. Was wäre denn ein guter Job hier für den Steven? Ja, Sportler. Sportler. Oder Polizist. Oder Sexy Arzt. Sexy Arzt oder Sexy Polizist. Sexy Polizist? Sollen wir das machen? Sexy Polizist. Wir machen jetzt einen Job hier für Steven. Der muss jetzt hier arbeiten gehen. Das kann wohl nicht sein. Ehrlich. Weißt du, die wohnen in einem dicken Loft, aber keiner macht was. Ja, Job suchen hier. Komm, ein Job für dich. Ja, noch grinst du. Wenn du wüsstest, okay. Was wir mit dir vorhaben. Oh, da hinten ist eine schwarzhaarige, wie heißt die? Wollersheim da. Sophia. Ja. Geil. Mit Plastikbrüsten. Also gut. Was machen wir? Arzt, oder? Polizist. Magst du lieber Polizist? Ich will Polizist. Polizist finde ich cool. Geheimagent. Nee, ist langweilig, ne? Nee, wir gehen mit Polizist. Ah. Polizist. Haha, Polizeikarriere hat begonnen. Er beginnt am Mittwoch um 8. Was ist denn heute? Dienstag. Cool. Hey. Können wir dann direkt in der nächsten Folge machen, ey. Wo ist jetzt hier die dunkelhaarige Wollersheim? Da. Ja. Hey, bleib mal stehen. Oh, die macht auch Liegestützen hier. Das kann die Wollersheim mit ihren Brüsten ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es da so einen Grafikbug gibt und das dann durch den Boden so durchgeht, ja, ne? Ah ja, das geht noch. Wer ist denn das? Ach, die überhaupt? War bei mir, glaube ich, auch schon mal. Da habe ich nämlich zu ihr gesagt, das ist Kim Kardashian. Eva, was? Capricosa oder so. Ja, die von war den bei Party mir auch schon People. Ah ja, das ist aus der Party People Gruppe. Ja. Mhm. Die war bei mir auch schon mal. Und die hat auch einen Freund, der aussieht wie Kanye West. Das ist bestimmt mit Absicht gemacht von den Entwicklern. Ja, ohne Witz. Oh, da ist die Bella, ne? Die Bella, die sieht cool aus. Am Box. Boxsack. Ja, das Bella. Ja, die ist richtig hübsch, ne? Ja, aber die hat so eine Mega-Taille. Thomas aus dem Team hat ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im
in unserem Team-Chat, der hat ja die Kruse-Familie. Ja. Hat der quasi, ne, Sport gemacht, so aufgehübscht so ein bisschen und so. Mhm. Und die so heranwachsen, das ist total cool. Der hat so Screens gepostet, das ist total lustig. Echt? Hm. Kann ich mir auch mal angucken. Mhm. Warum habe ich das nicht gesehen? Oh, guck mal hier die Peggy hinein, oder? Die Peggy boxt hier nackt. Oh. Nein, ist das wirklich die Peggy? Das ist wirklich die Peggy. Ja, die sieht so schlank aus jetzt hier in diesem Pixel. Ja, weil die doch immer voll schnell abnehmen, wenn die Sport machen. Ja, aber so schnell. Na, das sieht man nur die Silhouette hier. Ah ja, gut, kann schon sein. Ne? Bisschen vielleicht, ne? Boah, ey, die Peggy machen wir jetzt so eine richtige Bombe raus. Die Knitterfels ist immer noch. Und hinter der Knitterfels steht so ein Typ, ne? Das ist der Don. Ja, der taucht überall auf, ne? Ja. Oh, jetzt hat er hier. So, so. Ah, Lamas, ja, hallo. So, so. Echt, genau, der hat uns erkannt. Oh, stinkt, Knitterfell, stinkt hier. Hauptsache, sie riecht so selber so. Ja, stinkt. Wie die einfach so nackt darum rennt, sowas. So, ja, ist mir egal. Ja, cool. Ja, so viel ist der ja gar nicht los. Hm. Wenn wir mal was essen gehen, die stinken schon wieder alle hier, das gibt's ja nicht. Fand ich total cool in Inselgeschichten, ne? Wenn die da rumschwimmen, da geht die Hygiene ganz schnell hoch. Habe ich mir heute angeguckt, Inselgeschichten bei dir. Cool. Mhm. Wir machen mal hier Grillen. Wir machen mal Veggie Burger, oder? Nee, richtige Hamburger. Wollte ich gerade sagen. Veggie. Das ist kein Fleisch. Immer diese Füllmittel. Ja. Ja, gut. Aber da sterben ja keine Tiere hier im Spiel. Deswegen, sorry, liebe Tierschützer. Diesmal sorry, Greenpeace. Nichts zum Beleidigen hier schreiben. Nee. Keine. Es war keine Beleidigung, aber ich liebe halt Mettwurst. Man muss es einfach mal ganz klar sagen. Ja, der macht auch. Naja. Ich finde es ja total cool, diese Grillkohle, wie die animiert ist. Ich weiß auch nicht, ne? Also das ist. Hört sich vielleicht jetzt doof an, aber ich finde, es ist total schön irgendwie gemacht so. Auf so Details gucke ich gar nicht, ne? Hm. Dich lieben bestimmt die Spielentwickler. Die denken sich immer so, ach guck mal, dem Daniel, hör mal, dem ist das aufgefallen. Ja, deswegen laden die mich auch immer ein hier. Ja, genau. Deswegen sagen die auch, komm Daniel. Ja, was stellst du jetzt hier nicht hin, sondern hier zusammen ein Gericht nehmen. Oh, der ist stolz auf sich. Ja. Jetzt war das doofe Licht hier. Er hat Burger gebraten. Ja, kommt doch mal. Ich hab doch gesagt, ihr sollt alle herkommen. Sonst isst du halt hier mit der Nancy. Jetzt kommen die anderen, aber nicht die, die wir wollten. Kannst du nicht alle Knitterfels essen oder kommt. So? Wie die auch so läuft, ne? Ist total cool. Die läuft immer. So, so. Erst hat er sich so erschreckt und dann hat er, ah ja, hallo. Echt, also. Hey. Oh, der hat sich verschluckt hier, weil er die gesehen hat. Nee, die haben ja irgendwie seit. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber das ist irgendwie ein Bug. Hm? Weil jedes Mal, wenn die was essen, dann ist das entweder heiß oder irgendwie scharf oder so. Auf jeden Fall wedeln die immer so. Ja, das liegt hier, weil die nackt sind. Könnte man natürlich auch ja, so interpretieren. Stimmt. Nee, das ist wirklich so, dass die so, ne? Oh, nee. Na gut, jetzt stinkt sie, aber dass die sich so verschlucken oder irgendwie heiß oder. Was ist das? Aber es ist auch normale Qualität, oder? Gut. Ja, deswegen sag ich ja, das ist so ein Bug. Das steht auch überall im Internet. Dass die Sims immer so sagen, das ist heiß irgendwie. Was macht die hier für Geräusche? Ja. Ja, cool. Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt, wie lange wir schon aufnehmen. Sollen wir mal das Kino noch platzieren? Ja. Ja, kann ich mit tun. Dann muss ich hier aber in Welten verwalten gehen, ne? Ja. Speichern kannst und zu Welten verwalten. Du kannst das machen. Wie, wieder hier Lichtflash. Ach nee. Ja. Lama. Wo muss ich denn jetzt hin hier? In die Galerie. Galerie. In die Galerie. Galerie.
Und da haben wir doch das Kino hier. Yay, platziere. Und zwar hier. Ja. Und möbliert natürlich. Bam. Cool. Ja, oh nee, jetzt wird es wieder ewig gebaut, ne? Weißt du noch, letztes Mal? Oh ja, ewig gedauert. Bei der Partypyramide, genau, da ist ewig gedauert. War eine gute Idee, das im Let's Play zu machen. Hallo, Leute. Kann ich mal jetzt in die Kamera gucken, muss mich nicht aufs Spiel konzentrieren und auf die Technik und auf Jasmin, die ich immer mal wieder ignoriere, ne? Ich einfach vertieft bin. Ich bin's gewohnt, ist okay. Wenn ich einfach vertieft bin, ja, du musst dann immer mal ein bisschen schreien, dann merke ich das schon. Ich mir auf die Finger hauen quasi. Würde ich sogar, wenn du neben mir sitzt. Ja. Es gab echt jemanden, der gefragt hat, ob wir zusammen in einem Zimmer sitzen oder wie wir das machen. Ja, ist total lustig, ne? Allgemein, ja, es ist eigentlich egal, welche Grundstücksart. Wir brauchen jetzt ja nicht unbedingt eine Bar. M, oder? Muss ich jetzt wieder M drücken? Nee, ich muss hier wieder rein ins Spiel, ne? Spielen. Und der ist im Museum. Hä? Hey. Habe ich den Namen nicht geändert? Stephen Rock. Rock. Hard Rock. Hm. Ladebalken. Ja, Ladebalken. Popcorn und Horrorfilme. Eine gruselige Mischung. Ah ja. Ich guck gerade in die Kamera. Hallo. Wer ist da? Ja, wenn ihr Ideen habt, was wir beim nächsten Mal zocken sollen, immer her damit, ne? In die Kommentare schreiben. Ja, ich hab auch gelesen, also die wollen alle, dass Steven und Manuel heiraten und ein Kind adoptieren. Ach was, hör doch auf. Ja, ja. Das haben die doch nicht im Ernst geschrieben. Das haben die wirklich Leute geschrieben. Aber du hast es, glaube ich, auch mal gesagt. Oh, guck mal, hier hat jetzt die Schaufensterpuppen nicht übernommen, verdammte Axt. Hab ich gut. Jetzt gehen wir hier hin alle. Oh nee, jetzt muss ich wieder, jetzt kommen sie wieder am Ladebalken. Oh nee. Komm, wir nehmen jetzt alle mal hier mit. Da ist die Erna. Knitface Black. Ich sehe, was los ist auch. Es wird gerade schön dunkel. Oh, schon wieder Licht. Lichtflash. Muss aber auch geil geworden. Ach ja, ich habe ja heute ein Hashtag Grünshirt an, ne? Das ist vom Sims Camp. Ist total cool. Ich zeige gerade das Logo. Cool, und das sieht aber schön aus. Ja, wir haben heute, Jasmin sieht mich nicht und ich sehe sie nicht heute. Ich muss dazu sagen, also ich habe hier ein Sims Camp T-Shirt, das war mal ein Event von EA. Und da waren Fanseiten, Vertreter und YouTuber und keine Ahnung, ne, Blogger, whatever. Aus allen möglichen Ländern waren da bei EA und das war ziemlich cool. Ja. Dann weißt du ja, was du demnächst zu tun hast. Dann wird das T-Shirt bekommen. Alle anderen T-Shirts, die haben immer so blöde. Die Farbe geht immer so schnell kaputt. Ah ja, guck mal, jetzt geht's auch hier mit den Schaufensterpuppen. Cool. Ach, cool. Star Wars. Wow. Ah, das sieht nur gut aus, wenn man die Wände hochmacht, das Kino. Gut. Ja, ich merke schon. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh. Was machen wir denn? Sollen wir wirklich einen Film schauen oder sollen wir mal oben hier was trinken gehen? Gucken den Film an, oder? Ja, ich würde sagen, wenn wir schon im Kino sind. Zusammen am Fernsehen. Wo geht das denn nicht? Film ansehen? Nee, zusammen. Mit der Sim im Liebeswahn. Genau. Hier fehlt auch noch so ein Button, ne? Alle auswählen. Ja, irgendwie. Irgendwie schon. Steven, hier, du bist jetzt der Kinoexperte. Könnt ihr euch welchen angucken? Film hast du jetzt genommen? Irgendwas, das Liebes, irgendwas, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wahllos. Yay. Oh, das ist in Dragon Valley aus Sims 3. Oh, cool. Hm. Oh, Late Night. Vermisst man manchmal ein bisschen, ne? Hast du schon mal gesehen, wenn du so einen Film anguckst, ne, und dann schneller machst, dann flackert der so. Total cool. Hast du schon mal gesehen? Nee. Ist mir letztens aufgefallen, dass das dann hier so, ne? Das ist voll cool. Ach, das ist ja cool gemacht, ja, ne? Ja, ja. Jetzt ist der Film schon bald aus. Das
ja geil. Das ist, Oh, die sitzen hier schon alle irgendwie. Bis sie alle sitzen, ist der Film aus. Gut, setzen sich alle hier in die zweite Reihe, die ganze Truppe. Die wollen halt gerne in zweite Reihe sitzen. Dieser Typ hier sieht irgendwie aus wie der Nico, ne? Ja! Lover for Steven Typ, glaube ich, oder? Ist es dieser Neuhauser? Ist es auch, glaube ich, so ein Lover for Steven? Ich kann ihn nicht mehr auseinanderhalten mit den NPCs. Weiß ich jetzt auch nicht. Das sieht man meistens am Namen. Und die Packet wieder was an. Ich finde das voll cool. Alles wie gewohnt. Ja, genau. Alles stinkt hier, alles ekelhaft. Und die Knitterface, die holt sich jetzt eine Popcorn. Nee, die will zu dem Typ hier, oder? Was will die da? Mit Good plaudern. Ah, die plaudern miteinander. Und dann wechselt die immer den Platz hier. Oh, nee. Die weinen alle. Ja, weil der Liebesfilm jetzt hier ganz schlimm ist oder so. Oh, schon auch. Oh Mann, ey. Ja. Unser Let's Play, ey. Das ja, irgendwie echt total verpeilt jedes Mal, ja, ne? Das ist echt der einfach Wahnsinn. Lustig. Oh, da hat jemand Popcorn gemacht. Gut, zusammen ein Gericht nehmen. Komm, krallt euch das Popcorn. Auf hier, alle weg. Abmarsch. Oh, die hat aber auch einen Style, die Peggy, ne? Ja. Oh, die stinken alle hier. Ja, wir spielen irgendwie gar nicht richtig, ne? Wenn man immer... Oh, die hat echt voll abgenommen. Guck dir das mal an. Ein bisschen, oh, oder? Oh, ja. Ah, ja, klar. Ja, klar, die abgenommen. Guck ja, mal. Ja, gut, sie war dreckig, aber die hat abgenommen. Sie hat jetzt dafür mehr Schmutz. Ja, ah, der hat sich schon Popcorn geholt. Ah ja, die auch hier. Und das Kind auch. Perfekt. Ich finde irgendwie, das Popcorn sieht irgendwie grün aus. Ich kann mir nicht helfen, aber es sieht irgendwie ein bisschen grün aus, oder? Ja, das sieht so ein bisschen... So, keine Ahnung, was das ist. Also so... Nicht sieht richtig nicht schön. Besonders ist, lecker aus. Nicht goldgelb, sondern irgendwie so matt, matt. Ja. Und der hat hier einen Hashtag Grünkristall. Ja. Der Ritter. Hashtag Grün. Aber die gucken gar keinen Film. Was ist denn hier los? Mach mal hier den Film an. Film anziehen. Und zwar. Was willst du? Heimkehr des verlorenen Hundes. Aus Tiere. Was willst du? Heimkehr des verlorenen Hundes. Ja. Ey, such dir doch mal was aus, Jasmin. Wir nehmen das. Ja. Ja. Ja, das dauert bestimmt noch ewig, bis dein Haustier Edon rauskommt. Naja. Boah, sag doch sowas, ne? Ja, ist nur realistisch, ne? Ich meine, wir haben ja so ein bisschen so ein Gefühl, so ein Zeitplan, ne? Und das kam ja immer relativ spät. Also so in der Mitte, ne? Ja, Haustierwetter. Das meine Haustiere sind weg und die kommen nicht mehr zurück in die Sims 4. Ja, ist ja auch irgendwie ein bisschen traurig. Ja. Haustiere sind, ich glaube, für viele auf jeden Fall sehr wichtig. Ach ja, und die Mumie gladet die Haustiere oder was? Ich habe den Film noch nie richtig angeguckt. Gemetzel im Mondlicht ist lustig, den habe ich mir schon mal angeguckt. Ja, das ist mit den Zombies, ne? Den habe ich irgendwie schon immer... Nee, das ist mit diesem komischen Hasen, der immer mit der Säge da rumläuft. Ah, der nee, das kenne ich noch gar nicht. Ah, ja, das ist ja ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall witzig, weil der Hase so ziemlich psycho drauf ist. Ja gut, da werden halt alle Addons nochmal irgendwie so, oh, muss ich auch mal haben. So Inselparadies, Late Night, ne? Ja. Reiseabenteuer, irgendwie alle Addons sind hier drin. Genau, hier nochmal Reiseabenteuer. Ja gut. Oh, wir müssen auch noch die Rakete weiterbauen hier von dem. Die sind immer noch in der Schule oder was? Nee, die sind zu Hause jetzt. Cisco Orange. Wir müssen hier nochmal die Rakete Cisco, weiterbauen. Der Routerhersteller. Genau. Das ist der Millionär hier, deswegen können. Oh, das sieht voll cool aus mit dem Licht. Deswegen können die sich so ein Loft hier leisten. Ja. Der Sohn von Knitterface oder so, ne? Wenn das der Sohn von der Knitterface ist. Mit grünen Haaren und lila Brille. Dann wundert mich nichts mehr. Ja. Okay. Ja, die schlafen hier schon alle, die Peggy, auf der Liege hier. Oh. Gut. Ja, dann haben wir es auch für heute, oder? Nächstes Mal geht's weiter mit der Lama-WG. Vielen Dank fürs Einschalten. Sind wir wieder lustig mit Jasmin und unseren dämlichen Sims.
Die Lamas. Ja. Oder? Wir haben immer Spaß. Ja. Gut. Denke ich. Ja. Ich denke, die Zuschauer auch. Ja, sonst würden die nicht gucken. Glaube ich auch. Oder würden die so schreiben, ey, ihr seid voll scheiße, ey, ihr macht voll Kacka. Gut. Ja. Hat man auch immer mal. Ja, ja, ist aber ganz lustig, ne? Okay, dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Und gerne in die Kommentare schreiben, wie wir die Geschichte hier weiterführen sollen mit unseren Lamas. Ja. Ja, vielleicht habt ihr auch ein bisschen Story-Input. Vielleicht habt ihr auch eine Idee, wer bei uns einziehen könnte noch in die Lama-WG. Oh ja, das stimmt. Sollen wir mal da einen Aufruf starten? Erstellt mal interessante Sims. Ja, ne? Ich sag, oder? Dann wissen wir auch, wer bis zum Ende geguckt hat. Genau, da wissen wir, nur die wahren Fans können jetzt hier mitmachen. Ja, genau. Und ladet euren interessanten Sim mit so ein bisschen Story, ne, im Beschreibungstext, ladet den mal hoch. Nur einen Sim bitte, weil wir haben nicht so viel Platz in der Lama-WG. Und macht mal den Hashtag Lama WG Sim. Also Lama mit 2 L, ne? L-L-A-M-A Lama WG Sim. Macht die, also alles zusammengeschrieben als Hashtag. Und dann gucken wir in der nächsten Folge mal, was ihr so erstellt habt an Sims. Und dann lassen wir da einen einziehen. Ist bestimmt auch so lustig, ne, was die Leute so für Sims erstellen, was da für Stories dahinter sind. Vielleicht habt ihr ja auch schon einen Sim und sagt, hey, der muss unbedingt in die Lama WG ziehen, dann immer her damit. Je kreativer, desto besser. Ja, je lustiger, desto besser. Ja. Je bescheuerter, desto besser. Genau. Halt ein richtiges Lama, ne? Ja, er muss halt zu uns passen. Genau. Also immer in dem Beschreibungstext Lama WG Sim. Ganz wichtig, sonst können wir den nicht finden. Gut. Ja, dann also. Ciao. Macht's gut. Ach ja. Ja. Ich bin mal echt gespannt, wie viele da jetzt mitmachen, ne? Kann ich die Aufnahme stoppen? Ja, kannst du stoppen. Ah. Stoppen wir. Ich bin echt gespannt, wie viele da mitmachen und freue mich echt schon voll drauf. Ja, bestimmt wieder jede Menge. Ja, ja, ja. Man hat immer so viele Mitte, hunderte von Häusern irgendwie oder Räumen. Also wirklich hunderte, fast tausend wieder immer. Und die kann ich alle gar nicht zeigen, ne? Nicht hart. Ja, gut, das sind halt irgendwann zu viele. Ja, aber es ist total cool, was die Leute machen. Also wie viel unterschiedliche Zimmer da immer dabei sind. Das ist echt, das ist richtig der Wahnsinn. Jetzt werden wir mal schauen, ob die nur alle bauen können oder ob die auch hier Sims erstellen wollen. Ja. Sicherheit. Jetzt muss ich hier wieder die Aufnahme stoppen.